The unrelenting call of the wild courses through my body. The tremble of these fingers cannot be stopped. The real me. The facade of a man crumbles, and my true self awakens with a primal scream. Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einem weiteren Projekt meinerseits, und zwar zum Bloody Roar. Das ist der erste Teil. Es gibt hier, glaube ich, Beast Rave. Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ja, es gibt auf jeden Fall mehrere Teile auf der PS1. Das ist ein PS1-Spiel und ich glaube sogar mein erstes PS1-Projekt überhaupt. Also ich habe noch nie ein PS1-Spiel gespielt, beziehungsweise aufgenommen. Ja, wie das dazu kommt, dass ich jetzt Bloody Roar aufnehme. Bloody Roar 2 habe ich immer gerne gespielt. Das ist jetzt natürlich nur der 1er. Den habe ich nicht wirklich oft gespielt. Aber wie fängt man eine Reihe an? Ja, mit dem 1er. Ganz klar, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich nicht wirklich oft gespielt habe. Beziehungsweise, ich habe den 2-mal gespielt. Ja, und das nur zum Antesten. Mehr habe ich nicht gespielt von diesem Spiel. Deswegen bin ich mehr als gespannt, wie das so wird. Beziehungsweise das Projekt wird. Auf jeden Fall, Bloody Roar 2 ist einer der geilsten Spiele, die ich, wie ich finde. Die beiden Teile sind ja auch von Hudson Soft. Es gibt aber insgesamt 3 Teile, glaube ich, für die PS1. Und ja, die werde ich auf jeden Fall alle machen, meine Damen und Herren. Also freut euch schon mal drauf. Auf den 2er habe ich sogar viel, viel mehr Lust eigentlich als auf den 1er. Aber weil der 1er, der spielt sich mehr so wie Tekken 3. Und der Bloody Roar 2 ist halt eher so wirklich was anderes. Also es hat ein anderes Spielgefühl. So, ist aber auch egal. Wir fangen jetzt auch gleich direkt an. Ich will jetzt auch nicht hier labern. Es gibt hier mehrere Charaktere. An sich bin ich immer so der Bakuyo-Fan. Das Ding ist aber, dass es hier nicht genug Modis gibt, um das Projekt jetzt lang genug zu machen. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mit jedem Charakter spielen. Und das heißt, wir spielen den Arcade-Modus, glaube ich, 8-mal. Ganz 8-mal spielen wir den durch hier. Und dann zeige ich euch noch die anderen Modis. Also zuerst spiele ich mit jedem Charakter, in jedem Part sind wir mal mit einem anderen Charakter unterwegs. So, das Spiel ist ein bisschen kompliziert und ich habe auch keine Ahnung, wie man mit Mitsuki spielt. Man kann sich hier in Verbiester verwandeln und dann hat man halt zusätzliche Attacken, beziehungsweise man kann auch was Bestimmtes machen. Man regeneriert auch Leben. Wenn ihr da rechts seht, bei Yugo war ja so ein blauer, bei dem Lebensbalken war so ein blau, etwas Blaues und das regeneriert sich, wenn ihr zum Beast-Modus wechselt. Finde ich einfach mega cool, das mit dem Beast-Modus. Ist das hier ein... Ist das ein Schwein, den ich spiele?
Ja, keine Ahnung, den gibt es auf jeden Fall nicht in Bloody Roar 2, diesen Charakter, den ich hier spiele. Ist also ein exklusiver Charakter aus dem ersten Teil. Und den dritten Teil von diesem Spiel habe ich nie gespielt, auch. Also den habe ich wirklich nicht mal angespielt. Da bin ich selber gespannt, das wird dann ein richtiges Blind-Projekt. Das ist ja noch angespielt. Wobei ich die Charaktere jetzt auch nicht kenne. Ich habe nur mit Bakuyu gespielt. Also, Bakuyu ist auch mein Lieblingscharakter. Damit ihr Bescheid wisst. Und tot. Tschüss. Man kann eigentlich auch die Gegner hier rauswerfen, aber... das haben wir leider nicht hingekriegt. Ist ja auch Wayne. Yo, win! Ja, yeah, wir als Schwein sind richtig OP. Ich finde Mitsuko eigentlich gar nicht mal so scheiße irgendwie. Ich finde den als Charakter ganz cool eigentlich. Ist das ein Er oder eine Sie? Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ach ja, was bei Bloody Roar 2 dazugekommen ist, hier ist das noch nicht so, der, das Dreieck, so gesehen, war bei Bloody Roar 2, Greifen. Hier ist das, glaub, Kreis und X. Oder Viereck und X. So, jetzt will ich aber, seht ihr, es regeneriert sich, das Blaue. Beim Blinken, linken Lebensbalken. So. Tschüss. Du Wichser, Alter. Na, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie man mit diesen Charakteren spielt. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, wie ich da agieren soll. So, wir greifen dann das mal. Alter, das ist ja richtig... Oh, es hört sich richtig eklig an irgendwie. Das hört sich richtig ekelhaft an. Aber mir gefällt das Spiel auf jeden Fall auch. Der 1er gefällt mir auch ganz gut, ja. Es ist nur ungewohnt für mich, weil ich halt den 2er lieber spiele und der halt sich ein bisschen schneller abspielen lässt. Aber es ist trotzdem ein gelungenes Spiel und es ist von Hudson Soft. Die Leute, die gutes Mario Party gemacht haben, wenn ihr euch noch an die erinnert. Die letzten guten Mario Partys, wie lange ist das her, meine Damen und Herren? Die haben ja die Mario Party, glaub, Mario Party 1 bis 8 gemacht, wenn ich mich nicht täusche. Ich weiß nicht, ob die Advance auch gemacht haben, da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, DS haben sie auf jeden Fall auch gemacht. Advance war, glaube ich, sogar eine andere Firma, oder? War das auch von... Ich glaube, die wollten aber was Neues machen, dann Hudson Soft. Hudson Soft hat auch Bomberman und so weiter was gemacht. Einfach nur top, was die alles hinkriegen, beziehungsweise hingekriegt haben. Naja, hier gibt es leider keine Story. Bei Bloody Roar 2 gibt es zu jedem Charakter eine Story. Ja? Da könnt ihr zu jedem Charakter eine Story machen. Hier gibt es aber halt den Arcade-Mode. Da spielen wir halt jetzt einfach mit jedem Charakter einfach ein Part. Aber ihr Bescheid wisst, es sind 8 Charaktere, 8 Parts jetzt mit nur Arcade jetzt. Und dann gucken wir uns die anderen Modis an. Wenn wir alle Charaktere jetzt hier angeguckt haben. Alter, du nervst, Fox. Du Transe, du gehst mir echt auf den Sack. Aber hier wird man auch schneller zum Biest, glaube ich. Fuck. Oh mein Gott, wir haben es doch geschafft. Du Wichser. Zack, in deine Fresse, du Snitch. So, jetzt will ich dich aber direkt packen. Oh, jetzt kommt wieder das Knacksgeräusch. Ey, das kann ich nicht anhören. Es tut mir leid. Ach du Scheiße. Alter, das hört sich hier richtig eklig an. Das ist wirklich eklig. Weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber irgendwie mit dem Schwein zu spielen, ist ganz cool hier. Weiß noch nicht, ob ich mit denen umgehen kann, mit diesem Charakter. Eigentlich überhaupt nicht. Und, ich glaube, hier ist Kreis oder Viereck. Das ist halt der Beast-Modus. Da kannst du nur Beast-Attacken machen. Also nur wenn du ein Beast bist, kannst du da Attacken machen. Also als Beast kannst du da halt diesen Knopf auch noch benutzen. Dann hast du halt deine gewünschtes Moveset. Man hat auch andere Greifattacken, wenn man halt als Monster unterwegs ist, als wenn man halt normales Mensch ist. Und hier kann man die gar nicht rausschubsen. Okay, hier ging es doch gar nicht. Das ging bei Bloody Roar 2, da konntest du die auch aus dem Käfig bzw. aus dem Ring werfen und das war eigentlich ganz cool. Ja, es war wirklich sehr, sehr cool, aber hier geht's das noch leider nicht. Ist ja auch nicht so schlimm. Ist ja der erste Teil. Die haben echt ziemlich krass in den zweiten Teil dann reingesteckt. Finde ich auch gut. Das ist eine richtige Steigerung. Ihr müsst auf jeden Fall den zweiten Teil von mir auch noch angucken, wenn ich das Let's Play dann mache. Na, das müsst ihr euch auf jeden Fall dann noch reinziehen, wenn euch Bloody Roar interessiert. Wirklich. Müsst ihr mal wirklich machen. Zack.
Ach ja, für die Tekken-Fans unter euch, ich würde auch gerne Tekken 3 wahrscheinlich machen. Habe ich auch als ISO jetzt hier. Beziehungsweise habe ich auch Interesse, weil ich das als Kind gespielt habe. Tekken 3 wäre so interessant für mich. Nein! Der packt mich, fuck. Na gut, da habe ich jetzt mal verkackt. Passiert. Na gut, also Tekken 3 würde ich auf jeden Fall safe machen und Tekken 1 bis 2 weiß ich nicht. Da müssen wir uns... Das muss ich noch selber entscheiden. Boah, ey. Na, es ist so ein langsames Gameplay hier. Daran bin ich einfach überhaupt nicht gewöhnt. Es tut mir leid. Außerdem kotzt die an. Mann, ich kann nichts machen. Fette Nutte. Zack, Alter. Bam. Fuck, ich will gewinnen. Oh mein Gott. Nein. Ja, komm, Alter. Lack die mit einem Greifangriff an. Mit einer Greifattacke. Kann man so gay sein? So, wir können jetzt den Charakter wechseln, aber das mache ich nicht. Ich mache pro Part nur einen Charakter. Alter, wie hässlich sehen die Charaktere hier bitte aus? Es tut mir leid, es sieht komplett hässlich aus. So, nehmen wir erstmal hier den Greifangriff. Hier, du Fotze. Mann! Ach du Scheiße. Komm her! Bam! Auch beim zweiten Teil gibt es auch den Beast Drive. Den habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt. Wer nicht weiß, was das ist ein Spezialmove. Das ist sowas wie der Finisher, so gesehen ungefähr. Beziehungsweise nicht so wie der Finisher, weil das nicht nach dem Tod passiert, sondern das ist so ein Spezialmove. Und der macht halt auch richtig viel Schaden. Aber dann fliegst du auch aus dem Beast-Mode raus. Den kannst du nur im Beast-Mode machen. Und da musst du eine bestimmte Tastenkombination drücken. Die kann ich leider nicht in Bloody Roar 2. Das wusste ich damals auch nicht, als ich das gespielt habe als Kind. Hätte ich es gewusst, hätte ich es bestimmt sehr, sehr oft antrainiert und hätte es bestimmt heute gekonnt. Aber ich kann den leider nicht. Mann, ich hasse diesen scheiß Hasen. Hier, du Nutte. Hier, Fotze. 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 Tschüss. Alter, man kann sich doch rausschmeißen. Seht ihr? Zack, hier, du Nutte. Bam. You win. Mitsuko vs. Mitsuko. Wir spielen jetzt gegen denselben. Let's go, boy. Alter, habe ich aus Versehen übersprungen. Wollte ich nicht. Aber ich habe das, glaube ich, auch aus Versehen schon ein paar Mal trotzdem gemacht. Naja, das Spielgefühl ist halt einfach... Mann, jetzt verpiss dich, du Fotzensohn. Das ist halt echt langsam. Na, das ist halt das Ding. Wer mit Tekken so auskommt... Den würde ich auch mehr Bloody Roar 1 empfehlen, weil Bloody Roar 2 geht, ist wirklich ein bisschen schneller. Bloody Roar 1 spielt sich halt mehr so wie Tekken. Aber es ist jetzt auch natürlich kein... Es ist natürlich jetzt keine Kopie bzw. Nachahmung oder so. Ich glaube, Bloody Roar ist... Wie alt ist Bloody Roar und bzw. Tekken? Ich weiß es nicht, ob die jetzt vielleicht im selben Jahr rauskamen. Weil eigentlich Bloody Roar ist wahrscheinlich genauso alt wie Tekken. Na? Deswegen kann das ja auch irgendwie keine Nachahmung sein. Beziehungsweise hatte Tekken ja nicht direkt den Erfolg, den das heute hat. Ich weiß gar nicht, ob Bloody Roar überhaupt einen krassen Erfolg hatte. Weil eigentlich ist das Spiel jetzt nicht mega bekannt. Was ich absolut schade finde, weil das einfach mega geil ist, das Spiel. Butson Soft, Top-Entwickler, ja?
Zack, du Fixer! Bam, Alter! Tschüss mit dir, du Wefer! Zack! Ja, okay, in Bloody Roar 2 kann man ruhig die Gegner öfters rausschmeißen. Ich kann mit diesem Typen hier überhaupt nicht das Moveset. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Frau ist oder ein Mann. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Und Bakuyo sieht hier komplett hässlich aus. In dem zweiten Teil ist er viel, viel cooler und kommt auch cooler rüber. Aber hier ist er komplett hässlich. Das ist komplett abnormal, wie hässlich dieser Typ ist. Ich habe mich sogar gewundert, weil ich Bloody Roar 2 Bloody Roar 1 gespielt habe und habe gewundert, wie hässlich man Bakuyo gemacht hat. Das hat mich ja echt gewundert, wie hässlich man den ja hier gemacht hat. Aber das Geile ist, der Typ ist ja so ein Maulwurf. Und ich spiele den einfach sau gerne, weil der einfach geiles Moveset hat alles. Der hat hier auch dasselbe Moveset wie ein Zweier, also ganz geändert haben die den zum Glück nicht. Also das Moveset nicht, aber vom Aussehen halt eher mega. Weil der hier komplett hässlich aussieht. Es tut mir einfach leid. Er sieht hier einfach komplett hässlich aus. Also Hudson Soft, ich weiß nicht, was ihr da gemacht habt. Ich muss halt ehrlich sein. Es ist einfach so. Der ist hier komplett hässlich. Es tut mir leid. Ist halt einfach die Wahrheit. Aber gut, dass sie es gefixt haben im zweiten Teil. Von dem her ist alles gut. Kommt ja auch nie eigentlich auf die Hübschheit des Charakters an, sag ich mal. Sondern eigentlich auf sein Moveset so. Oder wie man mit denen umgehen kann. Mit Bakuyo kannte ich halt einfach umgehen, weil er einfach cool ist. Aber ich finde Mitsuko auch ganz cool. Ja? So, rausgeschmissen, du Nutzensohn. Hier, zack, Alter. Tschüss. You win. Zack, easy, meine Damen und Herren. Easy, easy. Why so easy? Mitsuko vs. Greg, den kenne ich auch noch nicht. Den gibt's auch nicht im zweiten Teil. Komm her. Das ist so ein muskelgepackter Opa. What the fuck? Zack, Alter. Bam, ich lerne schon das Moveset mit dem Typen. Beziehungsweise mit ihr, wenn es ein sie ist. Ich weiß ja nicht. Ich find's cool, was es hier für Tiere gab. Was macht er jetzt? What the fuck? What the fuck? Was hat er jetzt gemacht? Und wie lange das auch noch gedauert hat. Tschüss! Zack! Gegen die Wand gedrückt, du Wichser, Alter! Bam! Ist das ein zerstörbarer Wand? Mand, wollte ich schon sagen. Keine Ahnung, was das Mand ist. Ist das eine zerstörbare Wand? Na, der Wichser hier. Zack, Alter. Bam, Alter, ich habe eine geile Kombo gemacht, glaube ich. Okay. Bam! Ja, man kann den rausschmeißen. Wie geil ist das denn? Das fand ich dann auch... Das finde ich gut hier. Das fand ich bei Bloody Roar 2 nämlich scheiße. Es gab nämlich so geschlossene Maps und da konnte man die eben nicht rauswerfen. Ja, das ist auf jeden Fall ein Kritikpunkt an Bloody Roar 2. Ja, das haben die hier in Bloody Roar 1 ja viel besser hingekriegt. Dass jede Map so gesehen, dass man da jede Map jemanden rauswerfen konnte. Finde ich auch gut so, weil das einfach geil ist, jemanden rauszuwerfen. Ja, das ist einfach ein cooles Gefühl. Wenn man den da rauswirft, es befriedigt einen einfach. Das ist mega nice. Das ist einfach nur mega geil einfach nur. Ich weiß nicht. Es ist einfach so ein befriedigendes Gefühl, wenn man jemanden, den man hier sehr schwer zum Beispiel besiegt hat, den dann auf einmal rauskickt. Ja? Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl. Zack, Alter. Oh, ich habe auch schon aus Versehen Pause gedrückt. Ihr seht schon, wie befriedigend das ist. Alter. Okay, jetzt. Jetzt gibt's aber erstmal auf die Fresse hier. Bam. Der Kopf nur ist in die Fresse, du Bitch. Und wie findet ihr das Spiel so bis jetzt? Ist doch interessant, oder nicht, meine Damen und Herren? Ist mal auf jeden Fall was anderes. Finde ich auch gut so. Ich habe auch zurzeit eh keine anderen Projekte. Also das ist auf jeden Fall... Ich finde es mehr als gut, dass ich das ja auf jeden Fall noch einrücken konnte, weil das eh nicht lang geht.
werde jetzt erstmal wahrscheinlich dann das hier aufnehmen und dann mal gucken, was wir, ob wir danach Bloody Roar 2 direkt machen. Müssen wir mal gucken. Aber das ist auf jeden Fall eins, was ich auf jeden Fall mal hätte machen wollen. Schon immer. Beziehungsweise wollte ich halt den zweiten Teil auf jeden Fall immer machen. Den ersten Teil finde ich aber auch gut, dass wir den auf jeden Fall zuerst machen. Weil der auch ganz cool ist. Der macht auch Spaß. Ja? Ich habe richtig viel Spaß gerade. Das ist einfach super zu spielen. Ich rage auch nicht irgendwie. Komm her. Zack. Wollen wir den rausschmeißen? Komm, wir schmeißen den raus. Okay, kriege ich das hin? Man kann auch übrigens den auch normal rausschmeißen. Also auch, ihr müsst nicht im Beast-Mode sein, ja? Das ist ein Gerücht. Es gibt viele Leute, die sagen, nur im Beast-Modus kann man Leute rausschmeißen. Aber das stimmt nicht. Aber eigentlich ist das meistens so, dass du im Beast-Modus die halt rausschmeißt. Weil du halt nicht so ein Moveset hast als normaler, um den rauszukicken. Ja, Uriko, was bist du? Alter, was ist mit Uriko hier falsch? Alter, was ist mit Uriko hier falsch? Okay, Uriko ist auch im zweiten Teil komplett anders. Das wundert mich jetzt echt, wieso die jetzt so hier aussieht. Ja, genau, dieser Move, der würde jetzt auch jemanden rausschmeißen. Hä? Lol, ich hab Greif-Move gemacht, nice. Alter, was ist jetzt passiert? Ach du, Alter, ist das geil gemacht. Da wusste ich ja gar nicht, dass die Map sich da verändert. Ey, das ist ja mega cool gemacht. Das wusste ich nicht. Ich hab's ja nicht mal so weit angespielt. Alter, wie OP ist denn das? Viech bitte. Aber gut, wir haben es erstmal besiegt. Zumindest die erste Runde besiegt. Aber das ist ja mega geil gemacht hier. Das ist mega cool gemacht. Mega nice. Es bringt ja richtig Finalstimmung. Ist das überhaupt der letzte Kampf? Weiß ich gar nicht. Ja, Final Stage steht da links. Ist ja mega cool gemacht. Alter, wie OP ist denn Uriko hier bitte? Ist ja komplett OP. Hat ja übelst den OP-Charakter. Das ist ja mega OP. Was sie für einen Charakter hat. Ich find's aber gut so, dass sie den nicht mehr so hat. Dass sie den im zweiten Teil nicht hat. Ja. Das ist auf jeden Fall gut so. Damit du Bescheid wirst so. Weil das ist dann doch schon echt OP, wie die hier ist. Beziehungsweise eher. Ich weiß nicht, ob das hier ein R ist. Weil das ist eher so ein männlicher Charakter. Beziehungsweise ein männliches Biest. Und wir können auch ihn hier rausschmeißen. Finde ich cool. Haben wir den hier rausgeschmissen? Ja, guck. Das ist geil einfach nur. Auch noch hier rauszuschmeißen. Mega cool. Haben wir es jetzt geschafft, meine Damen und Herren. Episode auf Mitsuko. Ah, okay, das ist so gesehen die Story. Aber als Arcade so. Mama? Uriko, it is you. I finally have found. I love you so much. We will never be apart again. Mom. Oh, Schnau, don't cry, my child. Let's go home now. Ach, Mitsuko ist die Mutter von. Are you dressed yet? Ach, das ist die Mutter von Uriko oder was? Uriko, wake up or you will be late for school. Na okay, das war eigentlich ganz cool. Ja, Arcade ist immer dasselbe, deswegen sage ich auch meine Meinung dazu nicht. Ja, das können wir alles am Ende machen. Ich zeige euch aber trotzdem jetzt immer die Credits. Am Ende. Wenn wir jeden Charakter einfach den Arcade-Modus durchspielen, dann zeige ich euch die Credits trotzdem. Beziehungsweise kann man die nicht skippen. Bin mir nicht sicher, aber ich scheinbar nicht. Ist ja auch Wayne, so gesehen. No? Ist halt nicht wichtig. Ist halt echt nicht wichtig so. Aber, ja, es ist auf jeden Fall ganz cool. Ich wusste nicht, dass Mitsuko ein Weibchen ist. Das kann man jetzt da nicht sehen. Aber interessant. Interessant auf jeden Fall. Hat man so die Story noch dahinter erfahren. Finde ich ganz cool, dass der Arcade-Modus ja auch ein bisschen Story dann so gesehen beinhaltet. Aber eigentlich, was wurde jetzt da gesagt? Nur, dass Uriko so gesehen die Tochter von Mitsuko ist, ne?
Aber guck mal, ihr seht hier auf jeden Fall da eingeblendet so Combo Sets beziehungsweise so ganze Movesets. Ein paar Combos hier auf jeden Fall. Finde ich ganz cool, dass die hier Combos so zeigen. Wie das einfach aussieht, wie so Pros da kämpfen. Seht ihr? Das ist einfach krass. Gerade eben. Das war richtig krass. Das ist gerade richtig geil anzuschauen. Präsident bei Hudson Soft. Genau, Winner. Wir haben jetzt auf jeden Fall einmal gewonnen. Den Arcade-Modus haben wir so gesehen einmal bezwungen. Sehr schön. So. Ja, wir können jetzt hier... Oh, man hat hier nur... Man hat ja auch hier Zeit. Ja gut, wir können hier nur 3 Buchstaben eingeben. Thank you for playing. Game over. Na gut, das Ranking juckt uns überhaupt nicht, weil wir ja nur mit einem Mal gespielt haben. Beziehungsweise wir haben halt nur einmal gespielt. Wir haben halt nur mit einem Charakter jetzt hier das Arcade-Modus durchgespielt. Mehr haben wir halt auch nicht gemacht. Nichtsdestotrotz würde ich aber jetzt sagen, das war es jetzt erstmal für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.